Hey Leute, bald wird Black Panther 2 Wakanda Forever erscheinen. Bestätigt ist, dass ein Prinz Namor mitmachen wird. Das ist sozusagen das Marvel-Äquivalent zu Aquaman. Deswegen dachte ich, wir schauen heute uns mal den Charakter genauer an, damit ihr vorbereitet in Black Panther gehen könnt. Für mehr solcher Videos vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dass ihr immer benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video online ist. Ansonsten viel Spaß. Also, Prinz Namor. Wer ist das überhaupt? Ganz einfach. Namor ist ein Submariner und ist König von Atlantis. Und ja, Atlantis gibt es auch im Marvel-Universum. Als Sohn eines Menschen und einer atlantischen Prinzessin tritt er als Landbewohner anfangs sehr feindselig gegenüber. Was heißt, Namor ist so eine Art Anti-Held. Er ist eigentlich nicht wirklich böse, aber er ist auch nicht wirklich gut. Doch im Zweiten Weltkrieg hilft er Captain America im Kampf gegen NS-Soldaten und tritt später sogar mal den Avengers bei. Aber seine oberste Loyalität gilt trotz alledem Atlantis. Zum Schutz seiner Leute würde er deswegen jeden bekämpfen, der es wagt, seine Freunde und Verbündeten anzugreifen. Aber kommen wir mal zu seiner Geschichte. Captain Leonard Mackenzie war 1920 auf einer Expedition in die Antarktis. Und das auf der Suche nach dem mystischen Helm der Macht. Sein Schiff, The Oracle, steckte in Eisschollen fest. Also setzte Mackenzie Sprengladungen ein, um sie aufzubrechen, um eben weiterzukommen. Unbekannt für Mackenzie war die antike Stadt Atlantis direkt darunter. Die Stadt wurde schwer beschädigt und der atlantische Herrscher Kaiser Ta-Kor befahl seiner Tochter, Krieger zu schicken, um die Quelle der tödlichen Explosion zu untersuchen. Da sie niemand gefährden wollte, machte sich Prinzessin Fen allein auf den Weg. Als Fen das Schiff erreichte, wurde sie sofort von einer der Besetzungsmitglieder gefangen und sprach jedoch nicht die Sprache der anderen und konnte sich mit niemandem verständigen. Obwohl sie einige Tage an Bord geblieben war, verliebte sich Prinzessin Fen und Captain Mackenzie ineinander und wurden vom Kaplan des Schiffes verheiratet. Wochen später schickte Ta-Kor einen Kriegstrupp auf die Suche nach seiner vermissten Tochter. Die Atlanter dachten, sie hätte Fen gefangen gehalten, griffen alle Menschen auf dem Schiff an und töteten sie, einschließlich Leonard Mackenzie. Fen wurde nach Atlantis zurückgebracht. Auf dieser tragischen Ehe ging der erste Hybrid zwischen Mensch und einem Atlanter hervor, Prinz Namor. Der kämpfte in den Comics teilweise sogar schon auch gegen Iron Man. Er hat also sich mit jedem Avenger schon angelegt, aber auch mit Superschurken. Er ist, wie gesagt, eigentlich ein Anti-Held. Jetzt ist er zum ersten Mal für Black Panther 2 bestätigt und wird seinen ersten Auftritt im MCU machen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr dazu haltet. Freut ihr euch sehr darauf oder hättet ihr euch mehr Hintergrundwissen gewünscht? Oder vielleicht sogar ein Spin-off, das nur von ihm handelt? Schreibt mir das in die Kommentare. Ansonsten war es das mit dem Video. Haut rein, bleibt fresh und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!